Hallihallo, eine weitere Episode meines Java Tutorials. In dieser Episode geht es um sogenannte J-Dialogs. J-Dialogs könnt ihr euch vorstellen wie sozusagen eine abgespecktere Form von einem J-Frame, also sozusagen ein Fenster, das sich öffnet in unserem Programm. Ihr müsst kurz den Unterschied verstehen zwischen einem J-Frame und einem J-Dialog. Ein J-Frame wird eigentlich benutzt, um wirklich ein neues Programm zu starten. Also das ist wirklich ein eigenständiges neues Programm. Und ein J-Dialog ist sozusagen ein J-Frame, was aus diesem ursprünglichen J-Frame herauskommt. Ich zeige euch mal ein Beispiel hier in Eclipse zum Beispiel. Wenn wir hier Rechtsklick auf unseren Projektordner machen und dann ganz unten, das ist jetzt außerhalb meines Recorders, aber gut, da steht Properties, dann öffnet sich hier so ein neues Fenster, was in unserem anderen Fenster drin ist. Also wir können es auch rausmoven oder so, aber es ist eben daran gekoppelt. Das merken wir auch, wenn wir jetzt versuchen, hier wieder rauszuklicken. Dann kommt einerseits eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht genau, ob mein Aufnahmeprogramm das aufnimmt, aber ja, da kommt so ein Bing. Und unser Fenster hier blinkt. Damit will er uns einfach sagen, hey, wir können da nicht raus, solange wir gerade noch hier dieses Fenster offen haben. Gut, noch eine andere Eigenschaft ist zum Beispiel, dass so ein J-Dialog in der Taskleiste überhaupt nicht angezeigt wird. Also wenn das geöffnet wird, dann ist es da, aber man sieht es nicht in der Taskleiste. Man sieht nur das ursprüngliche J-Frame. Und dann machen wir jetzt uns einfach mal ein neues J-Dialog. Ich bin mir nicht sicher, soll ich eine interne Klasse machen oder... Nee, ich mache einfach nur eine ganz neue Klasse, das ist so schon okay. Die nenne ich Class und die nenne ich zum Beispiel, ein blöder Name jetzt, aber ich nenne es einfach mal Dialog. So. Und die Extends, also erbt von Extends JDialog. Also wir überschreiben sozusagen die Klasse, die es schon gibt in Java, die JDialog. Beziehungsweise erben von ihr. Genauso wie bei einem J-Frame oder ja, wie wir es eben schon häufiger gemacht haben. Hier machen wir einen Konstruktor, da können wir im Prinzip alles genauso machen wie bei einem J-Frame. Also Dialog einfach und dann hier einfach irgendwas schreiben. Ich mache es mal public. Public Dialog. Und hier dann einfach genauso wie bei einem J-Frame auch die verschiedenen Sachen adden. Ich add jetzt einfach mal einen Text rein, der da angezeigt werden soll. Da eignet sich noch ein neues Widget, das ihr noch nicht kennt. Das ist ein Text-Pane. Das ist ein bisschen ähnlich wie ein Text-Area. Man kann es vergleichen mit einem Label, das allerdings fähig ist, mehrere Zeilen Text darzustellen. Also in etwa genauso. Und zwar setzen wir hier zunächst mal den Titel, also den oben links. Hier steht ja Java, Bootcruncher und so weiter, eben wo ich gerade mich befinde. Und hier das genau gleiche können wir für den J-Dialog machen, eben irgendeinen Titel, das dieses Fenster dann haben soll. Zum Beispiel eben Set Title Dialog. So, das ist jetzt ein blöder Name, aber ja, ihr könnt euch was Besseres einfallen lassen. Das nächste, was so J-Dialogs häufig haben, ist, dass man sie nicht resizen kann. Also das verzeihen die User einem meistens auch. Die sind einfach eine feste Größe und da bringt es nichts, wenn man die jetzt irgendwie unendlich groß ziehen könnte. Also es kommt natürlich auf den Inhalt an, aber die meisten, die zeigen einfach nur ganz wenig Information. Und da brauchen wir das nicht, von dem her einfach set resizable false. So, und dann machen wir hier ein JTextPane. Und das nenne ich zum Beispiel mal Nachricht ist gleich new JTextPane. Das müssen wir natürlich noch importieren, so wie immer. Und dann machen wir hier einfach Nachricht.setText. Hier dann einfach irgendeine Nachricht eingeben, zum Beispiel. Ich mache jetzt wie immer bei so einem Testvideo einfach mal einen sinnlosen Text, Apfel und Kuchen und dann noch ein Backslash N. Auf die Art und Weise machen wir einen Zeilenumbruch, habe ich euch aber in einer anderen Episode schon gezeigt, mit Computer. Wie gesagt, absolut sinnloser Text, ist einfach nur so zum Zeigen. Und dann so ein
So ein JTEX-Pane hat standardgemäß als Hintergrundfarbe weiß. Das ist natürlich nicht gerade toll, da haben wir aber schon häufiger dagegen gekämpft, auch bei anderen Widgets. Hier ist es im Prinzip genau das gleiche. Nachricht.z Background und dann hier Get Content Pane. Das ist genauso wie beim JFrame auch einfach sozusagen der Inhalt dieses Fensters und hier Get Background. Dann hat unser JText Pane genau die gleiche Hintergrundfarbe als das Fenster an sich. Das ist dann eben, das sieht man sozusagen nicht mehr. Und dann Nachricht.setEditable müssen wir auch noch auf False setzen, denn standardgemäß kann man so ein JText-Pane editieren oder eben was reinschreiben. Und am Ende dann einfach noch N, Add Nachricht. So. Jetzt zeige ich euch noch eine neue Methode, die ich noch nie gezeigt habe. Und zwar heißt diese Methode Pack. Die ist in JDialog standardgemäß vorhanden. Also wir können die einfach aufrufen. Die heißt einfach einmal Pack. Pack. Und die sorgt dafür, also die ermittelt erstmal, hey, was wurde denn überall in mich hineingefügt? Also woraus bestehe ich? Und aufgrund dessen ermittelt es dann, wie viel Platz das Ganze braucht und setzt so automatisch die Größe von dem Fenster, eben genauso viel, wie es eben braucht. Ja, das ist also eine ziemlich nützliche Methode, muss immer ganz am Ende erst aufgerufen werden. Wenn wir es hier am Anfang zum Beispiel aufrufen würden, dann wäre ja hier unser Textpane noch nicht drin und das würde die falsche Größe ermitteln. Deswegen muss das immer ganz am Ende stehen. Das ist, denke ich mal, logisch für jeden. Gut, und jetzt machen wir einen Button in unserem Frame. Den nenne ich zum Beispiel mal J. Button Dialog oder Button Unterstrich Dialog. So. Und dann ist hier, wo habe ich die ganzen? Hier mache ich Dialog ist gleich New J. Ne, Button Dialog habe ich es genannt. Button Dialog ist gleich New J Button. Und dann was soll drin stehen? Zum Beispiel Dialog anzeigen. J-Button müsste man auch richtig schreiben. Und dann das Ganze noch adden am Ende. Add Button unterstrich Dialog. So. Und dann ist der in unserer GUI auch drin. Allerdings brauchen wir natürlich noch einen Listener, der darauf hört. Wir könnten jetzt entweder, ich glaube, einen Action Listener habe ich hier schon. Soll ich den dazu fügen? Ja, mache ich einfach mal else if ae.getSource ist gleich button-dialog. Ich sollte mir das echt mal merken können, aber gut. Dialog. Und dann soll hier irgendwas ausgeführt werden. Und zwar, was wir hier brauchen, ist, wir müssen zuerst eine neue Instanz von dem Dialog machen, genauso wie in unserer Main wir auch eine neue Instanz von einem Frame eben machen müssen. Und zwar einfach mit Dialog. Das nenne ich dann einfach mal Dialog, damit, ja, dann ist es wieder hier überschrieben. Dann mache ich einfach Dialog. Dialog ist gleich New Dialog. So. Und dann Dialog.setVisible. SetVisible True. Und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Hier, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt. Hier haben wir ja noch gar keinen Layout Manager angegeben, was wir ja normalerweise machen müssen, wie zum Beispiel Set Layout Null oder Flow Layout. Hier ist im standardgemäß voreingestellt, dass es ein sogenanntes Border Layout ist. Das hatten wir noch nicht, das ist noch nicht schlimm. So geht es einfach. Also ihr müsst euch noch nicht wirklich groß Gedanken darum machen, wie das jetzt genau da drin positioniert wurde. Das versteht ihr dann, wenn ich euch das Border Layout in einer späteren Episode erklären werde. Aber hier reicht es jetzt so zunächst mal. Und dann müssen wir natürlich noch den Listener darauf adden. Button Dialog.addActionListener. Ich glaube, ich muss echt mal eine neue Klasse anfangen demnächst. Die hier wird echt wieder etwas arg unübersichtlich. Aber naja. New Farbhändler habe ich den echt genannt. Ja, gut, okay. Der Name ist natürlich absoluter Quatsch. Ah, gut. Ist jetzt halt so, ne? Ja, und dann sind wir im Prinzip schon fertig. Dann führe ich das Ganze mal aus. Hier haben wir Dialog anzeigen. Und da drücke ich einmal drauf. Und jetzt hat er hier oben links außerhalb von dem Recorder,
diesen Dialog hier geöffnet und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Allerdings hat es noch ein paar Probleme. Erstes Problem, wir klicken hier in unsere GUI und wir können da tatsächlich was machen. Wundert euch nicht, dass die Konsole vollgespammt wird. Wenn ihr die letzte Episode gesehen habt, dann wisst ihr, warum das so ist. Auf jeden Fall, wir können hier in unsere normale GUI reinspringen und können da auch beliebig irgendwas anklicken, wie wir das eben wollen. Das ist natürlich nicht so super. Und zwar gibt es dafür, um das eben zu unterbinden, eine Methode, die wir aufrufen können, und zwar set modal, also das, ja, modal eben, set modal, und da müssen wir true übergeben. Und das heißt sozusagen, dass der Fokus dann nur noch da drauf gesetzt werden kann. Und wir können beim anderen nichts mehr machen. So, dann add ich das. Ne, habe ich ja. Quatsch, nicht adden. Dann, wenn ich das hier jetzt anklicke und den hier auch wieder reinrufe und dann hier versuche zu klicken, dann gibt es eben dieses Fehlergeräusch und unser Dialogfenster blinkt auch wunderschön. Gut, das Ganze hat allerdings immer noch ein Problem, und zwar, wenn ich Dialoganzeigen hier einmal mache und dann das Ganze minimiere oder ja, wieder hinzu rufe sozusagen, dann ist wieder unser Dialog nur da und nicht unser ganzes Frame. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Erst wenn ich das wieder wegklicke, ist es wieder da. Ja. Verzeihung, ich musste ganz kurz die Aufnahme beenden, aber gut, das war jetzt mal ein Cut hier drin. Way. Auf jeden Fall müssen wir dem Dialog erstmal sagen, zu welchem Fenster das Ganze denn gehört. Also wenn wir hier Dialog anzeigen, dann müssen wir dem Dialog sagen, hey, dieses Fenster gehört sozusagen unserem Frame, unserem JFrame hier. Und um das zu machen, müssen wir hier eine Methode in unserem Dialog aufrufen, wo dem auch wirklich sagt, hey, du gehörst jetzt dem und dem. Und zwar ist das der Konstruktor der JDialog-Klasse und das geht eben mit super, super. Und dann müssen wir hier irgendwas übergeben, und zwar eben ein Frame zum Beispiel. Das müssen wir natürlich erst in diesem Konstruktor hier wieder verlangen, dass es uns wirklich gegeben wird. Und zwar nenne ich es einfach mal Frame F und das wird hier übergeben. Das Ganze müssen wir, ach ne, Layout-Test, nicht Frame, Layout-Test F, und das ist dann genau. Und das müssen wir hier dann noch übergeben an der Stelle. Achtung, ihr könnt hier nicht übergeben this. Ich weiß gar nicht, ob ich da ausgiebig schon drauf eingegangen bin. This, also ich habe euch auf jeden Fall gezeigt, dass man damit eben, wenn jetzt hier ein Attribut ist, dass wir das, wenn es auch in einer Methode gleichnamiges Attribut gibt, dass wir da trotzdem drauf zugreifen können. Das stimmt so, es ist aber nicht die ganze Wahrheit. This beinhaltet einfach die eigene Speicheradresse. Also wir übergeben hier sozusagen eine Speicheradresse oder mit anderen Worten ein Layout-Test. Wenn wir hier aber this aufrufen, dann gibt es ein Problem, und zwar denkt er, wir meinen den Farbhändler. Das meinen wir aber nicht, sondern wir meinen unseren Layout-Test, und zwar müssen wir hier dann an der Stelle einfach sagen, Layout Test.this, und dann geht das Ganze. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann gehört das hier sozusagen unserem Fenster. Und wenn ich da jetzt hier was anderes anklicke und dann wieder das, dann ist auch unser Layout-Test wieder schön im Hintergrund. Gut, die nächste Sache, die wir machen können, ist das Ganze auch wirklich. Es nervt immer, dass das dann oben links sozusagen erscheint, das Fenster. Es wäre besser, wenn wir das direkt bei dem Fenster haben, das wir eben besitzen. Und zwar geht das mit einer Methode, die ich euch schon mal gezeigt habe, und zwar mit relative to oder location relative to. Und auf die Art und Weise können wir das versetzen. Wir haben ja bisher null übergeben, deswegen wurde unser Fenster in die Mitte von unserem Bildschirm gesetzt. Wir können da aber auch irgendein Widget übergeben oder beziehungsweise ein JFrame. Und dann wird es einfach relativ zu diesem JFrame positioniert, also je nachdem, wo das eben sich gerade befindet am Fenster oder in unserem Bildschirm, besser gesagt. Und zwar mache ich das auch am besten hier. Und zwar ist das hier mit Dialog.setLocation relative to, und es erwartet eben zum Beispiel ein JFrame, und da müssen wir eben genau wie drüber eine Zeile Layout Test.this
this machen und dann stimmt das so. Gut, führen wir das Ganze jetzt nochmal aus und dann Dialog anzeigen und tada, es wird in der Mitte gesetzt. Und wenn ich das Ganze hier hin move und Dialog anzeigen, dann wird es wieder in der Mitte gesetzt. Super. Gut, das war's im Prinzip zu dieser Episode. Ja, in der nächsten Episode werde ich ein bisschen ein besseres Beispiel für so einen Dialog bringen. Das ist jetzt in dieser Episode nur so ein kleines Beispiel eben. Ja, ich greife schon mal ein bisschen voraus, was in der nächsten Episode kommt. Wenn wir hier aufs X drücken oben rechts, dann wird eine Nachricht kommen, eben so ein Dialog, wo gefragt wird, wollen wir wirklich beenden. Aber das gibt's eben erst in der nächsten Episode.